Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Vegetarian mit einem weiteren Let's Show. Dieses Mal mit der Sonic Amateur Games Expo 2021 Demo zu Big Boy Boxing. Von dem, was ich bislang anzocken konnte, scheint es eine Art, spiritueller Nachfolger der Punch-Out-Reihe, also von Nintendos Punch-Out-Reihe zu sein. Aber mal gucken, wie das so im Großen und Ganzen bislang umgesetzt worden ist. Es ist erstmal eine sehr, sehr frühe Alpha-Prototyp-Variante. Also können wir jetzt nicht wirklich Großes erwarten, aber mal schauen. Wie gut sich das erstmal spielt. Und schon jetzt können wir hier den Charakter steuern. Hallo? Coach Hank. Dust everywhere. This place brings back memories. You know, back in my day, I was a real... Actually, let's save that for another day. Hm? All right, kid. Welcome to Hank's gym. Let's teach you boxing in three simple steps. Lesson number one. Float like a butterfly. The opponents are double your size. Better get out of the way or get... Ja, es ist eine Punch-Out-Anspielung. Show me a left dodge. Nice. Give me a... Great. Now for the second lesson, I'll teach you to sting like a bee. Whoa. Oh yeah. Did that scare you? Nein. Don't worry, I've got everything under control. Nothing slips past me. All right, let me introduce you to my little friend. Press these buttons to greet him. Now press up and punch to say hello to his face. Fantastic! Now, es wirklich wie punch out. When your opponent is flashing yellow, you can land a critical hit to get some thunder. Then press the button to throw a devastating big boy blast on your okay. opponent. Go on, try it out. Nice hit! Ja, und das ist der Star Punch. And that's all there is to it. Okay. Come on now, we've got some big boys up for boxing. Ja. First, are you ready to go to the... Hm? Was ist los? Was bist du denn für einer? Verpiss dich. Au, da hat er mich erwischt. Was ist das denn ein Verrückter? So, der Hobo-Dude? Und zack! Na? Ah, shit! Da muss ich noch üben. Ich kann auch nicht wirklich das Pattern rausfinden hier von denen. Ja, jetzt aber. Und Chess! Victory! Nur noch etwas knapp. Könnte besser sein. Aber das muss man halt noch üben. Was bist du für ein Vieh? Eine Ratte? Ratten überall! Die bringen ihn raus. Oh nein. What? You beat it? Ja. Oh. Yeah, that was lesson number four. Ja, klar. Oh, totally. Yeah. Mhm. Good job, kid. You're now as good as me. Ich meine, der ist praktisch auch wirklich der Duck Lewis. Oh, das war's schon? Ja, aber der ist wirklich wie Duck Lewis hier. Allerdings hat der mehr Appetit auf Popcorn anstelle von Schokolade. Hm. Also, das war's auch schon. Aber okay, ja, der Kampf hätte besser laufen können. Das muss man natürlich noch ein bisschen üben. Man muss wirklich genauestens genauestens wissen, wie die Schläge ablaufen. Man muss ja wirklich die Gegner noch kennen, das Pattern. Aber ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass es nur so kurz war. Aber ja.
Auch in der Würze liegt die Kürze. Und ja, ihr könnt es selbst mal ausprobieren. Ihr könnt selbst euch mal schon reinüben in das Spiel. Also ich würde da auf jeden Fall mir das Spiel gerne auch besorgen. Weil ich bräuchte wirklich schon ein neues Punch-Out. Wir hatten schon seit 12 Jahren kein neues Punch-Out mehr. Weil ja, 2009 kam ja das letzte Punch-Out raus, nicht wahr? Ich glaube ja. Manometer, Nintendo! Naja, sie haben ja jetzt Next Level Games aufgekauft. Vielleicht. Vielleicht. Arbeiten sie an einem neuen Punch-Out genauso wie an genauso wie an einen neuen Mario Strikers. Zwinker, zwinker, Nintendo. Ich glaube nicht, dass wir sowas sehen würden. Aber ja. Ich bin froh, dass es auf jeden Fall einen weiteren Entwickler gibt, der sich dasselbe denkt, dass wir noch zu lange keinen Punch-Out mehr hatten und deswegen sich jetzt an einen Punch-Out versucht. Was auch wirklich Spaß macht bislang. Aber wie gesagt, eure Meinung möchte ich dazu gerne in Kommentaren hören und habe ich schon erwähnt, dass der Download-Link in der Videobeschreibung ist? Ich glaube nicht, aber wenn schon, dann ja. Einmal mehr kann ich schaden. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Stage 2021 Titel. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crushful Wicked. Danke fürs Gucken. Weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos und auf Wiedersehen und tschüss, Leute.